das sieht doch schon eher aus wie so ein Ruined Tempel. Genau, das ist einer der mittleren Wölfe. Aus irgendeinem Grund ist der genauso billig wie, wie der kleine Wolf, den wir besiegt haben. Aber diese anderen Wölfe sind richtig krass. Okay. Wir speichern hier einmal. Und gehen da rein. Der Dungeon. Wow, okay. Mehrere Ebenen auf jeden Fall. Dargrels, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Dargrels sind. Ging eigentlich noch. Elemental Skill. Kann man, denke ich. Kannst du es lernen? Krass, okay. Ist hier hinten auch noch so ein Dragell? Ja gut, hier sind Skelette. Skelette sind nicht wirklich schwer, eigentlich. Weil das jetzt ein Skelettenmaster ist. Das Nervige an Skeletten ist, dass sie zweimal aufstehen können. Okay, wunderbar. Wunderbar, er hat ein weiteres Blade gefunden. Und hat er jetzt zwei Blades. Das heißt, er wird jetzt hier gleich nochmal aufstehen. Na komm. Ah, da. Nur, da müsst ihr immer bei den Skeletten aufpassen. Das habe ich beim ersten Playthrough gar nicht verstanden und ich dachte mir, hä, wo kommen die denn auf einmal her? Als ich dann halt den Rückweg aus dem Dungeon angetreten habe. Und jetzt hinterlässt er auch den Beutel und ist tot. Oh, ein Crossbow. Sehr schön. Er hatte noch keine Fernkampfwaffe, jetzt hat er eine. Aber an sich sind Skelette jetzt keine schweren Gegner. Wenn das nur Skelette sind, dann sollte der Dungeon ohne Probleme schaffbar sein. Eine helle Bade. Gehen wir einfach mal durch die Tür. Finden einen Dragle oder wie auch immer der heißt. Töten den Dragle. Und finden nichts Interessantes, okay. Das heißt, das ist vollkommen irrelevant. Das sieht interessant aus. Was ist das denn? Oh. Erfahrung, Attribut, Bonus, Item. Oh nice, wir haben ein Artefakt gekriegt. Das ist natürlich geil.
Was bringt das denn? Use by healers and priests only. Plus 2 life, plus 2 spirit, plus 10 stats. Okay. Haben wir ein gutes Item gekriegt von ihm. Das ist schön. Kann ich das... Das ist geil gewesen gerade. Das war auch cool mit dem Djinn. Ansonsten hätte ich mir halt Geld oder sowas wünschen können. Aber ich brauche kein Geld momentan. Gut, jetzt sind wir in dem Raum. Okay, ich will erstmal da hoch. Ich glaube, hier geht's hoch, oder? Aber der Dungeon an sich ist jetzt nicht schwer, irgendwie. Diese Sargeldinger, die hauen zwar einiges rein, aber sind für uns auf jeden Fall besiegbar. Wir müssen jetzt hier vielleicht ein bisschen öfter rasten als in anderen Dungeons. Aber... Das ist vollkommen okay. Ah, das ist ein Skelett Warrior, ist noch nicht mal ein Skelettmeister. Da könnte ich mir jetzt was holen für eine Krankheit, aber ich habe keine Lust auf Disease. Auch wenn ich einen Trank dagegen habe, weil so gut sind die Items meistens nicht. Ah, okay, er kann nochmal aufstehen. Also es stehen nicht alle zweimal auf, wie wir sehen. Das war jetzt auch ein Skelett-Warrior. Dann warten wir gerade. Das ist cool, dass wir ein Artefakt gekriegt haben. Das ist sehr cool sogar. Leider nur ein schwaches Artefakt, aber Artefakt ist Artefakt. Und Artefakt ist immer noch besser als Erfahrung. Oder Loot oder so. Als Erfahrung oder Gold oder sowas. Okay, vielleicht steht er aber auch gar nicht mehr auf. Dann soll es mir jetzt egal sein. Aber hier war noch eine Tür. Durch die ich gerade nicht durchkomme. Okay, das heißt, wir können erst nochmal rasten, bis wir geheilt sind. Das heißt, wir gehen runter und gehen weiter. Irgendwo hier drin finden wir hoffentlich dieses Symbol, was wir finden müssen, den Tree of Life. Könnte das da vorne schon irgendwie... Das ist ein Skelettkrieger, der geht schneller drauf. Und ihr seht schon, die ziehen nichts ab. Also kaum zumindest. Okay. Okay, dann geht's hier weiter. Die Wand da hinten ist eingestürzt. Hier den Stern und hier die Raute. Okay, und jetzt geht der Aufzug. Okay, wunderbar. Verstanden. Ah, hier. Das hat mir das Ritual. Toll, ich komme hier nicht mehr raus. Hallo? Achso, ich muss mich jetzt hier nach unten graben, oder was? Das ist zwar sehr merkwürdig, aber es scheint zu klappen.
Okay. Blau ist Magie, kriegt er Licht. Oh ne, lol, Speed? War das. Ach, war das lila? Ich kann. Nee, das ist krankmachend. Ah, da ist er. Ich hab den Tree of Life. Das ist der Tree of Life, oder? Ah, verstehe. Und hier oben kommt man dann raus. Cool. Oh. Oder man kommt in den Lootraum. Das ist natürlich noch cooler. Und danach kommt man raus. Ey, wir kriegen noch Loot für... Der Dungeon ist ja richtig billig. Portal kriegt er erstmal. Morningstar of Speed. Resurrection. Oh, wunderschön. Resurrection ist cool. Das kriegt er. Was kriegt er? Merchants Column of Fire. Geht alles an ihn. Enchant Item kriegt er nicht. E-Boot kriegt er. Die Rüstung kriegt er. Den Dragon Hammer, der geht da hinten hin. Oh, die Leder, die geht definitiv anders an. Appariertyp hier. Der Hammer geht auch an unseren Appariertypi. Kann ich aber ernsthaft diese Kiste verschieben? Ah, komm, geh drauf. Geh drauf. Drauf. Oh, nice, eine Orange Potion. Was es mit der Kiste soll, verstehe ich aber nicht. Ah, und jetzt sind wir hier endlich. Okay. Wunderbar. Jo, das war der Dungeon. Der ist ja richtig billig. Ich habe gedacht, das wäre jetzt zumindest ein halbwegs schwerer Dungeon, aber das ist nun doch erschreckend einfach. Gut, wir sagen aber nicht nein. Okay. Jetzt gehen wir jetzt erstmal nach Frostguard verkaufen. Und dann werden wir nach Gobaland reisen und uns zum Priester machen lassen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ja, und dann können wir die ganzen Aufgaben oder generell alle Aufgaben dann nacheinander abarbeiten, bis wir irgendwann stark genug sind, die Lichtpromotion zu machen. Aber wir werden jetzt erstmal dann in den nächsten Parts die ersten Dungeons abklappern, die man eigentlich auf dem Level, wo sie jetzt schon sind, schon hätte längst machen können. Und. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Menge Dungeon Rushing dann einfach. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Aber die meisten der Dungeons werden halt einfach ein Witz und da werde ich auch nicht wirklich viel mitnehmen. Zum Beispiel die Kanalisation des Sturmfortes ist ein Witz. Es gibt dabei eine sehr interessante Sache drin, aber sonst. So, erstmal. Alles durchgehen.
was kaputt sein könnte. Das kann man verkaufen. Dark Magic ist nicht unbedingt wichtig. Und ich denke, wir werden auch bei diesem Hammer bleiben. Die Boots ziehst du da an. Combat Axe kann verkauft werden. Turn Undead, sehr wichtiger Spell. Also Turn Undead ist wirklich einer der wichtigsten Spells im Spiel. Ja, da vorne ist ein Laden. Da verkaufen wir jetzt einfach mal. One in Dark Magic ist natürlich scheiße. Dann verkaufen wir den ganzen Shit. Na komm schon. Und zack. Und da sind wir bei 13.000. Wunderbar. Oh, und ich habe seine Rüstung verkauft. Fuck. Aber das wollte ich eigentlich machen. Danke sehr. Na gut, wir werden schon immer wieder eine Rüstung finden. Ich glaube, das Bier sollen wir sogar in Goberland verkaufen, oder? Quests. Ja, in Goberland soll man das verkaufen. Wunderbar. Können wir das alles in einem machen. Aber genau, wir werden noch Priester und dann hören wir auf. Und danach in den nächsten Parts werden wir dann noch auf jeden Fall Goberland abarbeiten, weil Goberland kann man dann fertig machen. Da muss man nämlich nie wieder nach Goberland dann, das ist dann gut. Oh, für heute soll dann die Priesterbeförderung reichen. Ist schon krass viel, was wir heute gemacht haben. Looking for passage. Trondheim, nein, danke. Ich würde gerne nach Goberland. Keine Ahnung, ob du nach Goberland fährst, aber ich will nach Goberland. Looking for passage. Sturmfort. Von Sturmfort aus dann nach Drangheim. Und von Drangheim aus nach Goberland. You looking for a boat? Da war da Drangheim. So, da ist mir gerade die Aufnahme abgeschmiert. Wunderbar, da ist das Spiel kurz abgestürzt. Aber wir sind noch beim Alten. Zum Glück hat er ein Autosave drin. Da habe ich mich gerade krass erschreckt. Also sollte da gerade eben Deckscreen sein, dann tut mir das leid. Wunderbar. Und Goberland. Ja, also manchmal hat das Spiel das bei den Transitpointen auf einmal sich dann sagt, ich stürze jetzt ab. Ansonsten, was ich noch gucken wollte, wie weit seid ihr in euren Magiesachen? Ihr seid überhaupt nichts, ne?
Aber ihr könntet theoretisch perfekt. Das ist sehr gut. Jetzt werden wir erstmal Priester. Also momentan sieht er so aus. Der Heiler, merkt euch, wie er aussieht. Denn gleich ist er ein mächtiger Priester. Und mittlerweile haut er auch gut Schaden an. Also wenn wir jetzt mal schauen, 9 bis 13. Ist schon mal fast genauso viel wie unser Paladin. Oder nee, warte mal, das war ranged. Wir müssen bei 12 bis 24. Haut momentan am meisten rein. Trifft dafür natürlich aber auch nicht so oft, ne? Muss man auch das so sagen. Aber auch Robin und dem Assassinen fehlt es noch an einem guten Schwert. Bitte wir dem Assassinen an zwei guten Schwertern. Und jetzt gehen wir uns Priester, 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 Priester. Vor allem dürfte das auch noch richtig fette Erfahrung geben. Aber ich muss sagen, ich bin echt immer noch überrascht, wie scheiße einfach der Dungeon in Frostguard war. Ich habe gedacht, der wäre viel, 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 viel schwerer und wäre jetzt echt eine Qual für uns. Aber so? Also es ist halt echt krass, weil einige Beforderungen sind so einfach. Also wie jetzt zum Beispiel die, die mit dem Assassinen ist einfach, die mit dem Paladin und dann gibt es die mit dem Licht, die ist so bombenschwierig. Du warst das, ne, mit dem Priester. Tree of Life ist weg und er sieht so aus. Er, oh, sogar mit Tonsur und Kelch. Ah, und da haben wir auch dieses Boot-Ding gekriegt. Und da kann man mal reinschauen. Da sieht man dann, wann welches Boot fährt. Die wichtigen Items gebe ich zu Robin. Na gut. Das war's auf jeden Fall von diesem Mal von Might & Magic. Wir sind Priester. Ich hoffe, euch hat das Ganze soweit gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann einfach mal ein paar Quests erledigen. Also ab jetzt wird es, denke ich, deutlich interessanter, wenn es dann ans Questen geht. Und ja, bis zum nächsten Mal.